So, hallo zusammen, mein Name ist Rahel Frey. Ich fahre auf dem Audi R8 LMS in der ADAC GT Masters und ich darf euch heute den sozusagen den Hans vorstellen. Hans heißt Head and Neck System. Das ist ein wichtiger Bestandteil von der Fahrerausrüstung, ist in den meisten Serien weltweit eigentlich schon fast Pflicht, so wie feuerfeste Unterwäsche, so wie Rennschuhe, so wie Handschuhe. Und das soll den Fahrer bei einem schlimmen Unfall schützen, dass wir keinen Genickbruch erleiden. Das heißt, der Hans, der sitzt dann sozusagen auf den Schultern vom Fahrer. Je nachdem, welches Auto wir fahren, haben wir einen anderen Winkel. Im Formelauto ist der Winkel etwas flacher, weil man da mehr im Auto liegt. Bei uns ist der, im Tourenwagensport ist der etwas steiler. Und diese eine Schnur, die sichert eben dann unseren Nacken, dass der, wenn wir mal einen frontalen Einschlag haben, dass wir mit dem Helm nicht auf dem Lenkrad aufschlagen und sozusagen auch nicht die Wirbelsäule gestreckt wird. Diese Schnur, die wird am Helm befestigt, das heißt, wir setzen dann den Helm jeweils auf den Hans, hängen das Ganze hier im System ein, wenn es dann funktioniert. So. Wie gesagt, dass das schön geschützt ist und ihr seht dann, unser Genick oder auch unser Kopf kann dann nicht so weit nach vorne kommen. Das Ganze, der ganze Hans, wenn wir im Auto sitzen, wird dann, die Gurte wird über den Hans gelegt, wir schnallen uns dann fest, sodass dann wirklich auch der Hans auch gut befestigt ist. Also sozusagen ein Lebensretter, wenn wir mal wirklich einen schlimmen Unfall haben, wenn wir mal einen frontalen Einschlag haben. Thank you.